So, kommen wir zum dritten Starter. Du sagst es, jetzt kommt ein Starter aus Tirol, über dessen Vornamen eigentlich alle immer stolpern. Stimmt, aber heute kann ich ihn. Nathanaele Collers Innsbruck. Er spielt Geige und Klavier und jetzt rate mal eines seiner Hobbys. Fußball. Falsch. Komponieren. Na gut, da bin ich aber jetzt sehr gespannt, wie seine Einstellung zum Starummel ist. Obster würde ich jein. Also, es wird schon Spaß machen, aber die ganzen Fans dann... Nein, danke. Also, vielleicht, ja, doch schon, aber... Wow, Fußball. So eine Art Lionel Richie würde ich schon gern werden, aber mehr nicht. Also, schon bekannt, aber nicht zu bekannt. Nur um Fußball. Bitte, wortet mich. Ich zwinge mich natürlich nicht dazu, aber wenn es geht, bitte. You are my angel. Danke. Von B3 war das Original zu seinem Song. Und Fußball heißt sein Titel. Hier ist Startnummer 03, Nathanaele. Nach der Schule geht's express auf den Sportplatz im Mannschaftsdress. Gleich ist hier zweifellos der Teufel los. Yeah, knallhart dieses Match. Während die Mädchen Englisch büffeln, Edge jagen Jungs das Leder durchs grüne Gras. Wow, Fußball. Wir spielen Fußball. Alles dreht sich bei mir nur um Fußball. Dann versuche es auch einmal. Wenn ich vor dem Tor bin, lass ich mich fallen. Schüsse, volles Rohr, dass es funkt. Das Leder donnert vom Elfmeterpunkt ins Netz und ich schätze, wir gewinnen jetzt. 1-0! Fußball. Wir spielen Fußball. Alles dreht sich bei mir nur um Fußball. Steh vor dem Tor. Schon deine Knie, wow, als Oliver Kahn, Miniaturkopie. Wow, Fußball, mein Fußball, kommt fest, Fußball, meine Welt ist dein Fußball. Nathanaele. Eins ist interessant, unsere Finalisten mussten ja alle einen Fragebogen ausfüllen. Genau, und darunter waren auch schlechte Eigenschaften. Muss man angeben, was schlechte Eigenschaften sind. Und du hast angegeben, dass du mit den Fingern knackst. Ja. Zeig mal. Oh. Und das macht er ständig. Also es ist, ich hätte nicht gedacht, dass das eine schlechte Eigenschaft sein ich auch kann. Nathanaele, für alle deine Fans brauchen wir noch was? Nee, die Nummer 03. Genau so ist es. Danke, Nathanaele. Super.